Heute möchte ich dir eine Verheißung, eine Zusage aus der Bibel ganz neu in dein Herz, in deinen Sinn reinrufen, in deinen Alltag, dass du sie einbauen kannst in die Situation, in der du dich jetzt befindest. Du kennst diesen einen Satz bestimmt schon ganz, ganz lange und trotzdem kann er heute zu einer festen Hoffnung für dein Leben werden. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Oder eine andere Übersetzung sagt, ich habe alles, was ich brauche. David hat diesen Psalm geschrieben und aus diesem Psalm spricht diese große Zuversicht in Gott heraus. Es spricht dieses große, ich verlasse mich auf ihn heraus. David wusste, in allen Kämpfen, Gott ist mein Hirte. Da ist einer, der mich leitet. Da ist einer, der mir vorangeht, hinter dem ich hergehen kann, hinter dem ich nachlaufen kann. David war sich dieser Leitung, dieser Führung in seinem Leben total sicher. Und das ist etwas, was ich dir auch zusprechen möchte. Der Versorger, Gott selbst, versorgt dein Leben. Vielleicht hast du jetzt Sorgen in deinem Herzen. Wie geht es weiter? Wie kann ich aus dieser Situation rauskommen? Wie wird der Herr mich daraus leiten? Und ich sage dir, seine Versorgung ist sicher. Du kannst im Neuen Testament lesen, dass er in Philipper 4 sagt, komm mit Bitte und Flehen und Danksagung vor mich. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der wird dein Leben versorgen. Der Versorger selbst kümmert sich um dich. Und das war das auch, was David über seinem ganzen Leben gespürt hat, was immer wieder in den Psalmen durchklingt. Er ist mein Hirte. Er versorgt mich. Ich weiß, ich bin geborgen in ihm. Ich weiß, er hat mein Leben in der Hand. Nichts kann mich trennen von ihm. Nichts. Und das ist etwas, was auch schon ganz am Anfang der Bibel steht, wo es heißt in 1. Mose 50, ich will euch versorgen und eure Kinder. Wenn du jetzt Sorge um deine Kinder hast, sei sicher, diese Verheißung gilt dir. Ich werde euch versorgen und eure Kinder. Seine Versorgung ist da. Der Herr ist mein Hirte. Nichts wird mir mangeln. Ich habe alles, was ich brauche. Ich weiß, dass diese Wahrheit in meinem Leben so steht und wahr ist. Und sie hat Auswirkungen auch in deinem Leben, wenn du wirklich dich auf diesen Felsen stellst und sagst, ich weiß, der Herr ist mein Hirte. Er wird nicht zulassen, dass ich Mangel habe. In diesem Sinn wünsche ich dir, dass du weißt, Gott hat in diesem Bereich mehr für mich.